ich sitze jetzt hier schon wieder im Auto und ich hatte es euch ja kurz vorher schon versprochen. Ich nehme euch wieder mit und zwar sind wir auf Ventur. Wir sind jetzt hier schon auf der A9 Richtung Leipzig und unser erster Stopp soll heute werden München. Dort will ich nämlich jemanden suchen, jemanden treffen und dann geht es morgen weiter nach Fieberbrunn im Villerseetal. Es ist richtig, richtig schwierig heute zu fahren, weil hier herrscht gerade Sturm Ignaz, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Richtige Orkanböen, Regen und so weiter machen mir das Fahren hier ein bisschen schwer. Aber wir schaffen das schon. Ja, wollt ihr mitkommen ins Villerseetal? Dann bleibt einfach dran. Habt ihr schon ein Abo da gelassen? Wenn nicht, einfach unten auf Abonnieren klicken. Wir sind voll in den Stau gekommen. Jetzt versucht die Polizei, uns hier abfahren zu lassen. Hinter mir steht einer und winkt. Hier war ein großer Unfall. Und wir dürfen jetzt hier alle rückwärts rausfahren und von der Autobahn abfahren. Hallo! Hallo, und jetzt? Jetzt raus hier! Dankeschön! Angekommen und da scheint der Mond in unsere Scheibe. Ich zeig's euch gleich mal von draußen, wo wir sind. So, da sind wir. Viel ist nicht zu sehen, aber ich kann es euch verraten. Wir sind hier in München und stehen am Schloss Nymphenburg. Da seht ihr auch den Eingang. Und Werner steht hier hinter diesem Auto. 9 Stunden von Berlin nach München. Das habe ich noch nie geschafft. Ich habe auch noch nie 2 Stunden im Stau gestanden. Aber einmal ist immer das erste Mal und ich bin sicher und gut hier angekommen. Das ist die Hauptsache. Und jetzt muss ich mich erstmal richtig lang machen und in Ruhe ausschlafen. Bis morgen früh! Guten Morgen. Habt ihr das gesehen? Ich stehe direkt am Nymphenburger Schloss. Aber ich sag euch gleich, wer das nachmachen will. Hier geht's richtig heiß her. Nachts ist es ruhig, aber irgendwann fangen an, die Glocken zu läuten. Ich weiß nicht, vielleicht um 5. Ich kann es schlecht einschätzen. Ich habe nicht zur Uhr geschaut. Und kurze Zeit auch später fängt hier ein richtig reger Verkehr an. Aber ich kann eigentlich gut bei Krawall schlafen, wenn ich müde bin. Daher hat es mich weniger gestört. So, und jetzt machen wir uns fertig. Mal schauen, was Cassie so macht. Und hört ihr das? Es regnet. Halb so wild. Wir haben Regensachen. So, hier steht das Auto.
Und wir haben direkt hier am Schloss Nymphenburg in München geparkt. Und bis auf die Glocken, die hier irgendwann gegen morgen alle Nase lang läuten, war es auch eine gute, entspannte Nacht. Direkt am Schlosspark. Unsere Hunderunde führt uns hier entlang am Schloss Nymphenburg. Und jetzt gehen wir über diese Brücke und gehen dort drüben zurück zu Wenne. Und dann schauen wir mal, gibt es erstmal Frühstück. Cassie hat jetzt Hunger auf Frühstück, stimmt's? Jetzt herzlich willkommen im Pillerseetal. Wir sind angekommen in Fieberbrunn, haben unser Zimmer bezogen und jetzt wandern wir zum Lauchsee. Mal sehen, ob wir da heute noch ankommen. Es ist nur noch eine Stunde hell, aber mein Navi sagt 30 Minuten. Und Cassie geht wie immer vor. Und ganz oben, das sieht man jetzt nicht, da sind die Wolken davor, hinter uns auch nicht mehr. Ganz oben, da liegt schon Schnee. Ich glaube, es gibt keine schönere Zeit, als im Herbst die Gegend hier zu erkunden. Denn schaut mal, wie schön bunt alles ist. Es ist so, so schön. Wir haben ihn gefunden, den Lauchsee. Schaut doch mal, wie idyllisch er hier liegt. So, schaut doch mal hier hinter mir. Sieht das nicht wunderschön aus? Das ist jetzt Fieberbrunn. Und jetzt schauen wir mal, ob wir was Leckeres zum Essen finden. So, jetzt gibt es erstmal was Leckeres zum Essen. Ich bin jetzt richtig, richtig satt in meinem Zimmer angekommen. Schaut mal, schön, oder? Und jetzt mache ich mich richtig lang hier und mache es mir gemütlich. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und habt mein Video ein bisschen genossen mit den herbstlichen Eindrücken hier vom Pillerseetal. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und auch ein Abo. Und dann wünsche ich euch was. Bis bald, bis zum nächsten Video. Bye!